Und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Resident Evil. Wir haben ja gestern, also zumindest jetzt für unsere Aufnahmezeit her, gestern bis zu Kapitel 6.1 gespielt. Und dann gucken wir mal, wie das spannende Finale sein wird. Ich habe ja die Vermutung gemacht, dass Wesker den Virus trägt und Zombiehead hatte wieder mal einen kurzen nichts gesagt, was er zur Verabschiedung sagen wollte, konnte. Ich vermute eigentlich dasselbe. Das ist ja riesig. Ja. Stimmt, irgendwelche Embleme. Sind wieder am Looten hier. Ja klar, geht direkt los. Du hast ja jetzt nicht so... Karte aufmachen. Ja, stimmt, super. Danke, dass du mich daran erinnerst. Geht sofort los. Ja, ich kann Kopf mehr nehmen. Ich werde ein bisschen mit der Rifle schießen. Ey, jetzt habe ich genau deinen scheiß Körper erwischt. Schießt irgendwas. Irgendwas mit Explosives halt, ne? Oh, Schienengarn einmal. Wow! Junge, was ist das? Ich hab's gefunden. Glaube ich jedenfalls. Das war's schon. Easy. Da gibt's gar nichts zum Hochklettern. No. Gucken, ob ich mit meiner Rifle hier noch mehr erwische. Hier ist Handgun-Ammo, kannst du haben, und Machine-Gun-Ammo kannst du auch haben, aber Rifle, wie ist meine. Ja. In 100 years, love is illegal in 100. Wieso sollte Liebe illegal sein in 100 years? 100? Kennst du das Modern Talking-Lied nicht? Nein, ich kenne aber auch viele Lieder von Modern Talking nicht. Da bist du ja weiter und zeigst mir neue Stücke. Der hier am Clearen, Junge. Der Junge macht ja sonst keiner, ne? Ey, scheiße, well, der Typ hat einen Scheiß. Ich treffe den da hinten bestimmt mit der Handgun, pass mal auf. Ja, ich bin gespannt, ich gucke. Ich habe ja mein Visier auf den drauf. Nee, auf den linken. Ja, ich, da wo deine, ja. Er ist runtergefallen. Und ich gebe ihm einfach noch einen Schuss hinterher. Nee, er ist schon gestorben. Ja, echt, ich sterbe auch durch Höhe? Ja, kriegen Fallschaden. Kriegen wir, glaube ich, aber auch, wenn wir zu tief fallen. Ja, wir dürfen halt vorher nur nicht fallen. Das wird ja dann immer aufgehalten. Wenn wir springen, drücken nicht. Springen. So, ich glaube, sonst gab es hier nichts mehr. Dann komme ich auch runter. Ich habe schon mal Herbs gefunden hier. Oh. Ja, jetzt erschrocken. Haben wir direkt die Gegner. Sehr gut. Oh oh. Bubble Swap. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich schieße schon drauf. Ich bin schon dabei. Headbanger. Mhm. Das war's mit dir. Willst du das? Wärmemuni? Willst du das Herb Green hier einsammeln, was hier oben ist? Immer noch Musik hier, das macht mich kirre. Kombinierst du die mal? Green Green? Ah ja. Warum Green Green? Ja, weil ich jetzt auch noch ein grünes habe. Also wenn wir ein rotes haben, wäre das eh erstmal meins. Hier ist nochmal Handgun Ammo. Boah, ich habe jetzt... Wärmuni ist hier nochmal, ne? Ja, ich lade nach. Das bringt jetzt gar nichts. Ich habe viel zu viel Schuss gerade mit dem Gewehr. Beschwer dich nicht. Ja, aber guck mal mein Inventar an. Das ist jetzt fast mit Gewehrmunition gefüllt. Das ist dann doch ein bisschen zu störend. Dadurch, dass mir... Hier ist ein Schwatter! Ja, ich komm schon. Oh, hier ist ein Kötter. Wenn man denkt, es könnte nicht mehr schlimmer sein. Das ist eine Schwatter. Hast du denn schon erlebt? Ja, ich bin stark. Ich war am Anfang mega stark. Mittlerweile ein paar Headshots und dann ist die Sache. Ja, aber wir haben jetzt ja auch erhöhten Critical Damage mit unseren Headshots. Oh nein, der explodiert! Ah, ich muss hier! Der ist nicht explodiert, ist irgendwas anderes. Ach, das ist Knödelteil, das hat man auch länger nicht mehr. Oh! Oh!
Ja doch, das hatten wir schon einmal. Bei diesen komischen Bambus-Dingern da. Dein Granate? Ja, die hab ich auch noch welche. Hast du jetzt eigentlich was ordentliches zu trinken dabei? Ja, nur stilles Mineralwasser. Gewehr Muni für dich? Da musst du ja noch nicht mal so rülpsen, wenn jetzt nicht stilles Mineralwasser. Ah, tut mir leid. Nach dem Training. Mal was, was du alleine betätigen kannst. Das ist selten, ne? Was? Ich glaube, ein Emblem hier zu finden wird auch mega scheiße sein. Hier in der Schlucht der ganzen Container ist das bestimmt irgendwo auch mal. Ja. Bringen die eigentlich? Ich glaube, irgendwelche Files, die du damit unlockst, außerhalb des Spiels. Und vielleicht, glaube ich, auch Outfits, aber da bin ich mir nicht sicher. Ach, stimmt, ich habe schon wieder vergessen, nach Outfits zu gucken. Animation ist so bescheuert. Zum Glück gab es sie bisher auch nur an einer einzigen Stelle, glaube ich, im Spiel. Nee, bei mir gab es sie zweimal. Wo du im Tempel da unten warten musstest und ich da was wegschieben muss. Hilfespray? Erste Hilfespray. Ja. Ich weiß nicht, wer das nehmen soll. Du? Ich hab's schon genommen. Aus, es liegt immer noch ein zweites da? Nee. Und hier ist ein grünes Herb. Das kannst du einsammeln. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Come on! Chris! Ah, und Musik. Zwei Schwarte. Was? Oh. Die Rätsel sind. Oh, das wird schlimm hier. Ich könnte es einfach schon gar nichts mehr anhaben. Ich höre immer noch Musik, wir sind hier noch weiter. Kann die rüberspringen? Weil ich will hier hoch, wie kann man da hoch? Wo können wir rüberspringen? Da rüber? Ey, jump, nice. Jump. Von links mehr. Hier vielleicht? Ich hab nicht so in Singlaune. Will hier rüber. Also danach fängst du dann aber an zu singen, wenn du drüber bist. Ja, ich kenne das Lied gerade nicht, was du so sagst. Junge, jump hier. Nein. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass irgendwie so. I've been down, I wanna hash it. When I call your name. Hier lang, das weißt du schon, ne? Ich weiß ja überhaupt nicht, wo lang. Ich sehe auf der Karte nur, dass wir irgendwie nach. So, und jetzt hier rechts. Aber ich sehe nicht den Weg dorthin. Dann müssen wir hier. Ach, hier ist ein Schalter. Wie kann man den betätigen? Ich dachte, der wäre gesperrt. Wie kann man nichts betätigen? Ja, super. Das ist doch irgendwie. Muss es doch auch irgendwie noch einen Weg geben. Alter, spannende Musik und wir hängen hier zu irgendwas, wo wir nicht hinterher müssen. Muss doch irgendwie einen Weg hoch.
Aber ich darf sie nicht hochklettern. Ah, warte mal. Oh, jetzt ist es spannend. Nee, geht nicht. Ich dachte, man könnte hier hochgehen. Sowas machen wir aggressiv. Warte mal. Ja, wie bist du denn da angekommen? Wieso haben wir keine Konsole? Da waren wir schon die ganze Zeit. Hier muss doch irgendwo eine Kack-Konsole sein, womit man hier diese scheiß Dinger steuern kann. Das sind doch Aufzüge. Ich frag mich auch, wie man hier rüberkommt. Ah, warte mal, ich hab die Konsole gefunden. Geh mal kurz auf die Plattform da vorne. Ups. Ich hab's gefunden, jetzt weiß ich, wie wir weiterkommen. Wo soll ich hingehen? Auf die andere Seite. So. What? Ach, man kann die Dinger anschießen? Ja, jetzt müsstest du das nur für mich machen. Ich nicht, dass man das anschießen kann. Nee, wusste ich auch nicht. Ich hab's einfach nur gerade gesehen und dachte mir, gut, du kannst es nicht betätigen. Also ich auf den roten, auf den grünen? Ja, was sonst, ne? Da waren mehrere Knöpfe. Ach, da waren mehrere. Es gab nur einen, der leuchtet und wo das Fadenkreuz sich auf rot geändert hatte. Was? Hunde? Ja, warte, ich komme und gebe dir Support. Gut. Gewehrmuni? Ja, ich komm, ich müsste auf deine Seite, müsste ich dann nochmal separat rennen. Ich bin auf jeden Fall hier am Ende schon mal. Grünes Kraut. Was sagen wir, dieser Hund mal sterben? Bei dir, ne? Ja, ich bin erledigt. Ja, ist Machine Gun Ammo auch. Ja, wir haben alles. Ja, nee, warte mal. Lass mich mal eben kurz. Hast du die Rifle Ammo eigentlich mitgenommen? Weil ich da nicht zu deiner Stelle kommt. Okay, kannst du mir sie ja gleich geben. Achso, nee, die hab ich nicht mitgenommen. Ich dachte, die MG Muni. Die liegt. Wo lag die jetzt nochmal? Scheiße. Ach, hier liegt sie, ja. Dann müsste ich mich vielleicht nochmal hochschießen. Brandgranate ist auch hier. Kann sie nicht nehmen, bei mir ist alles voll. Ja, Brandgranate bräuchte ich. Du kannst ja wieder deine grünen Herbs miteinander verbinden, dann kannst du sie nehmen. Oh, sogar 10 Schuss. Das ist echt eine Menge. Wenn man schon so viel Muni findet, das kann nichts Gutes heißen. Ja. Aber ich glaube, ich habe für den Rest des Spiels sowieso genügend Rifle-Munition. Ich wüsste nicht, warum ein Gegner 100 Schuss von einer Sniper aushalten sollte. Willst du mir kurz mal eben die Plattform hochschießen? Ich komme von hier. Hochscheißen? Hochschießen. Du solltest dich da hinstellen. Dann kannst du hier auf den Knopf schießen. Ja. Das kannst du auch aus dem Winkel schon. Kann ich das? Ja, wenn das Ding rot leuchtet, dein Fadenkreuz, dann kannst du das. Ich hoffe, das von dir nicht. Boah, das ist ganz knapp. Ja, ich hab Vertrauen. Siehst du mal. Hast wieder nur wie beim Geier 20 Schüsse benötigt. Junge, was, das war mächtig knapp. Das war richtig wie Profischuss, das hättest du nicht geschafft. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wie mit dem Geier, ne? Junge, da bin ich gespannt, was du da reingearbeitet hast. Ich weiß gerade nicht, was du hier suchst, aber ich war hier überall schon. Achso. Dann suche ich nichts. Vielleicht ein Emblem, was du nicht gesehen hast, aber ansonsten können wir gerne weiter. Genau, gib mir nochmal die Munition, du hast ja eh eingesammelt. Komm hier hoch, dann. Ja, komm zu mir. Chris! 30? Junge, auf die Kacke. Und willst du die ganzen Pistolenmunition nicht haben? Ich hab so viel Sniper, ich werde jetzt mit dem Sniper rumschießen. Ich werde die Pistole nur equippen, wenn es in den Nahkampf kommt.
Weil ich dann nicht mit der Sniper mehr nachladen kann. Da mache ich dann mehr Schaden mit der Pistole. Im Nahkampf, aber naja, egal. Guck mal, da ist schon wieder ein grünes Herb. Alter, wie viel. Aber jetzt hast du selber keinen Platz mehr gerade im Inventar. Also du könntest mir die Pistolenmuni theoretisch wieder... Oder warte mal, nee, ich kann dir auch die restlichen meiner Pistolenmuni geben. Dann kann ich die einsammeln. Ich weiß auch nicht, warum ich mit Minen rumlaufe, ganz ehrlich. Die jetzt mal wieder zurück in das Inventar packen können. Jetzt haben wir noch hier Handgrenades, aber du hast deine schon voll. Nutze ich eh nicht. Du kannst ja bei dem nächsten Gegnergruppe einfach mal werfen. Das ist mir ein zu enger Raum für die Sniper, aber ja, mal gucken. Wir haben hier noch eine Kiste. Handgun. This tanker is so big. It won't be easy for him in Wesker. That won't be a problem. Once he knows we're here, erstmal gucken. He'll find us. Bei den gleichen Gedanken. Let's just say we have a history together. He's not the type to let grudges go. He must have done something to really piss him off. It goes a bit beyond just pissing him off. So, are you going to tell me what happened? Maybe. Nee. Das ist mein Geheimnis. Not until after we put an end to all this. Deal? Oh. Okay, but I'm holding you to that. Ah, was sollen wir damit? Wir haben die Shotgun gespielt. Ja, das stimmt wohl, aber... Meine Maschinengun-Ammo ist voll. Erstmal verschießen. Das ist doch bestimmt eine automatische Shotgun, würde ich fast drum. Oh ne, jetzt geht das schon wieder los. Roger, come on! Come on!